Ladies and gentlemen, we have Will Harris here and he tries our product. Say on English, say in German. Tunnelblick. 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 The best. Always. Always. Und ein langer, anstrengender Tag geht zu Ende. Oh ja. Was haben wir für Zeit? 6 Uhr. 6 Uhr. Wir verlassen das Gold Gym. Wir haben eine Menge gefilmt heute. Ey, schaut mal nur kurz. Mit einer Menge Leute, ja. Ich stand mich an. Oh! Er stellt sich an, schnallt sich an. Wo muss ich an? Und jetzt gehen wir zu einem guten Thai in Santa Monica. Wir sind ja schon in Venice. Santa Monica ist, ja, mit dem Auto, ja, 5 Minuten weit entfernt. Also voll easy. Und dann wird heute Abend noch gearbeitet, wir haben noch die ernsten Sachen zu tun. Ich habe noch sehr viele Coachings und Ernährungspläne, die ich euch machen muss. Übrigens, hey, das Feedback ist sehr gut von den Coachings. Also ich erhalte... Ich kann an dieser Stelle noch meine Props dazugeben, auch wenn ich vielleicht jetzt damit ein paar potenzielle Kunden verliere. Ich mache es ja, bei mir sind ja die Preise momentan ein bisschen höher. Ich habe ihn bei mir gesehen, die werden nicht. Und wenn ihr Coaching habt, dann wirklich, sag ich mal, eine große Entscheidung, ob ihr es bei mir oder bei ihm macht. Ihr könnt es gar zu gut bei ihm machen. Ich gebe hier meine Thanks, Bro. Ich schätze das sehr. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, hier vielleicht nicht sagen hätte sollen, aber Bro. Ja, Bro. Besten Dank. Besten Dank, Mischa. Besten Dank, Bro. Ja, mach einfach und, mal. Und wir fahren los jetzt. Ich glaube, da hätte ich richtig gar nicht Hunger. Ben fährt wieder in die Einbahnstraße. Im letzten Video hast du den Stopp überfahren. Wir machen hier einen auf Criminal. Criminal. We're thugs. Die Leute haben noch in meinem Vlog 2 aus L.A. die Knast-Story. Die wollten unbedingt die Knast-Story hören. Ich und Mischa, wir können euch auch noch eine Story erzählen aus Las Vegas. Also eigentlich ist es so. Eigentlich ist es so, das müssen wir euch noch vielleicht sagen. Wir haben eigentlich am ersten Abend in ganz Las Vegas Verbot bekommen in 50% der Hotelanlagen und Clubs. Und am zweiten Tag haben wir dann in den restlichen 48% Verbot bekommen. Also eigentlich dürften wir uns in Vegas gar nicht mehr aufhalten. Warum? Wie? Und was passiert ist? Ja, Bro, weißt du, sollen wir verraten? Wir sind einfach am falschen Zeit, zur falschen Zeit am falschen Ort. Falscher Zeit, falscher Ort. Aber es war sehr, sehr lustig. So viel mal zu uns ja nicht beeinträchtigt. Also hat uns nicht beeinträchtigt. Ihr müsst euch das so vorstellen, in einer Stadt, wo 1 Million Peoples ein- und ausgehen in den Casinos, ist es schwer, uns da mal Hausverbot zu geben. Auch wenn wir nicht gerade die unauffälligsten sind. Das Problem ist nur, unsere Daten sind gespeichert. Egal in welchem Hotel sie uns wegen irgendetwas mal anhalten oder so oder checken, dann geht's ab ins Jail, ins Gefängnis. Ins Jail. Jail. I speak English so good. So good. Und yes. Gib mal ein bisschen Gas hier. Put it down, put it down. Hey Leute, ich hab so Hunger. Sag euch eins, wir sitzen alle hier so ab so. Alles tut mir weh. Alles tut mir so weh. Hey, gell du. Wir sind richtig im Arsch, wir fühlen uns. Ich fühle mich mies. Ich habe zu wenig getrunken heute, ich bin total dehydriert jetzt. Ich fühle mich ein bisschen mies. Rücken tut mir weh, Knie tut mir weh, Schulter tut mir weh. Oh man. Und ja, heute ist der zweite Tag, wo ich meine Kalorien ein bisschen runterfahre. Wie ich euch gesagt habe, so 100 Gramm weniger Kohlenhydrate, der lacht mich aus. Oh man. Weil wenn ich starte am Oktober, dann ist es der 25. Oktober und. Ja, ihr wisst, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 1000% richtig. Das heißt, ich tauche dort auf der Bühne auf, ja, mit verdammt kranken 4-5% Körperfett. Muss nebenbei noch arbeiten, bei der Versicherung, muss das ganze YouTube-Zeug managen, muss meine Workouts, Plans, Trainingspläne, Ernährungspläne managen, muss das ganze Instagram, Facebook, warte machen. Habe noch Frau, also Freundin, Familie, Freunde, habe sonst noch diverse Projekte, die wieder drin sind mit unserem Booster, mit GA und mit anderen Sachen. Also es kommt einiges auf mich zu. Es wird eine harte Zeit.
Aber warte ganz kurz, aber ich sage euch eins, Leute. Ich brauche 5 Stunden Schlaf. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf, mache meine Sachen, dies, das. Ich werde einige Sachen rätseln. Ich werde euch zeigen, was alles möglich ist. Und jetzt, Bro, was willst du sagen? Ich weiß, was du sagen willst, aber... Wollt ihr jeden Tag ein Video von Patrick sehen? Oh. Dann schreibt es in die Kommentare. Mischa ist da und Mischa ist da auf Toilette und... Psst, ich klam jetzt, was? Das sieht richtig lecker aus hier. Boah. Die kleben richtig so. Mischa hasst es, wenn ich ihm die Sachen vergesse. Oh, so ist ja. Frisst du mir hier mein Essen? Ja, seht ihr? Hey, hart, harter Stuff. Ich fahre mit schweren Geschützen hier auf. Wie isst man das von Hand? Das, ja, das ist richtig, die Soße ist richtig hart. Das ist Reispapier hier. Die Soße, ja, Reispapier. Really nice. Very nice. Harter Stuff. Feedback, so ganz kurz. Also. Mm-hmm. Oh! Wow! Nein, Beef Salad. Oh oh, what's this? The vegetarian egg rolls. This is fried, right? Yes. So this is fat. Mm-hmm. So, you wanna make me fat? No, I didn't know that you can get too fat. I joke. I should get fat? Mm-hmm. Leute. Guten Appetit. Habt, Speise ist doch da. Der Braunreis fällt noch, aber der kommt gleich. Ich hab's gesagt, Leute. Ich war mit richtig schweren Geschützen auf. Du kannst einfach durchfahren, so wie ich. Du fährst, achso, der Maschine. In Thailand haben wir uns das Gute gesucht. Aber da müssen wir wieder. Und hier müssen wir uns out. Autos suchen in diesen abgefuckten Parkhäusern in Amerika. Ich kann das Fahrrad suchen. Fährst du? Ja, das war klar. Okay. Schon viel aufpassen, doch. Aha. Ich bin vor dem Hollywood Hills Berg mit dem und richtig runtergeballert in jeder Kurve. Yeah. Oh shit! That booty, she squats! Yes, she squats! Yes, she did it! Shit! Denk dran, wir müssen noch unser Ticket. So, Ticket. Oder fahren Ticket, du, fahr einfach durch die Barriere durch, Bro. So wie ich es immer mache. Einfach am anderen hinten durch, so 2-3 mm. Es klappt, das wäre peinlich, ja? Es klappt schon! Warte, stell dich mal in den Ding, den Füßen. Es klappt schon. Einfach, jetzt musst du schon noch fahren, ein bisschen näher. Näher. Ich nicht deine Füße. Das funktioniert. Näher, einfach fahren mit ihm raus. Bisschen näher. Näher, noch näher. Bro, du musst ein bisschen näher. Noch näher. Zeig mir, wie näher. Einfach ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Glaub mir. Alter. Ey, wir müssen. Glaub mir. Jetzt fahr. Fahr. Oh, oh. Yeah. Das ist der Tick, Tick Nummer 1. Aber in der Schweiz. In der Schweiz musste ich mal eine fette Busse für das bezahlen. Weil ja, weil wir haben nicht mal Kameras und das Nummernschild wird abgezeichnet. Aber ein bisschen Mietwagen. Mietwagen auf Ben Sattinger, also von dem her scheißegal! Na, 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 na. Hey Leute, chill the life! USA! Say, give me one USA! Wow! Fast runtergeflogen! Santa Monica Pier, ganz cool! Und hier ist da vorne ist die Polizei. Ist nicht gut, Bro, anständig fahren hier. Du darfst gar nicht aufstoßen, ich kann wieder weiter. Easy peasy. Hier Papa Camp. Papa Camp Shrimp. Vielleicht kennt ihr das aus dem Film Forrest Gump. Gump. Ja, Forrest Gump. Wo steht Papa Gump? Da, schau mal. Papa Gump. Baba, Mann. Baba Gump. Baba Gump. Baba Gump. Baba Gump. Solltet, yeah. Solltet ihr kennen aus dem Film Run, Forrest, run!
Der Film heißt, wie heißt der Film? Mit, mit Tom Hanks. Forrest Gump. Einfach ja, Forrest Gump. Ja. Forrest Gump. Forrest Gump. So sieht das Pier aus. Wir sind am Anfang vom Pier. Da unten ist der Strand und da hinten ist Malibu. Ganz da hinten. Und wir chillen sie noch ein bisschen hier. Laufen mal nach vorne. Mal schauen, was läuft. So sieht's aus. Hier seht ihr das, ja, den Strand von Santa Monica. Letztes Mal waren wir dort bei den Ringen. Ganz cool. Mischa will zocken gehen. Hier der Pacific Park. Very nice. Hey, und Leute, wisst ihr eigentlich, dass hier auf dem Santa Monica Pier die Route 66 offiziell beendet wird? Und zwar ganz dort am Ende des Piers. Dort ist die Route 66 finish. Oh, die ist gut. Standard, überall 24-7. 24-7. 24-7. Nee, hier vermisse ich den Espresso. In Vegas gab es sogar. I would like to have two double espresso. Und sogar hier am Start, schaut mal Leute. Protein Cookies. Ich muss euch was ankündigen. Ich und Patrick sind jetzt hier gerade durch den Pier gelaufen und haben die Straßenkünstler gesehen, wie die abcashen hier. Wir werden unsere YouTube-Kanäle jetzt schließen und werden zu Straßenkünstlern in Santa Monica. Leute, es tut mir leid, aber das Leben hier ist einfach so geil. Hey, Leute, übrigens Ironie, ja? Nur sozusagen. Hey Leute, hier am Ende des Piers seht ihr die Geschichte von diesem Pier. Und die ist recht lang. History Channel. Schau, in the beginning, 1908, Bro, 1908. So hat das ausgesehen damals. Das ist interessant. Also Leute, zieht euch rein. Gebt euch die volle Dosis. So Leute, hier seht ihr es. The last stop shop from the Route 66. So, hier seht ihr das Ganze von West. Oder von West nach Ost. Bam. Harte Geschichte, ja? Polizei auch am Start. Alle am Fischen hier. Was fischen die, Bro? Die ist frisch. Die fischen den Fisch. Fisches Fritz frischt Fische, Fische, frische Fische. Fisches Fritz frisst frische Fische. Fisches Fritz frischt Fische. Es gibt auch so einen Angel-Schweizer. Der Kleine auch am Wischen hier. Der Papst hat ein schlechtes Foto bestellt. Ja, genau. Fisches Fritz, Fischt, Fische, Fische, Fische. So Leute, ich bin gerade noch ein Video am Schneiden. Es ist 3 Uhr morgens. Anja Zeidler. Eine ganz krasse Athletin. Wartet ab, seid gespannt, was euch erwartet.
Und ja, ich gehe jetzt schlafen. Bin sehr müde. Hier seht ihr noch die Aussicht. LA Downtown. Ich sage besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Besten Dank für eure Loyalität. Ihr seid die Besten. Kiss, kiss. Bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.